meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Diesmal nicht Kommentare zu meiner Let's Showplay-Serie, sondern zu den Toolbox-Videos. Wo ich also Tipps und Tricks so zum Video machen gebe, mal das eine oder andere zeige. Und wichtige Serie für alle, die sich eigentlich so ein bisschen fürs Video machen interessieren, aber ein bisschen zu wenig beachtet, finde ich und spüre ich und höre ich und lese ich auch häufig in den Kommentaren. Deswegen wird sie hier einfach nochmal im Gute Zeilen, Schlechte Zeilen vorgestellt. Wir haben hier als erstes das Playlist-Logo, wie man sowas macht. Ein Logo für eine Playlist auf eurem YouTube-Kanal. Schaut einfach bei gronkh.de nach, da gibt es ein hervorragendes Tutorial. Da gibt es auch eine riesen Auswahl an Playlist-Logos, die ihr einfach für eure Playlists, für eure Let's Plays verwenden könnt. Ja, ich habe das Ding hier einfach mal selber entworfen. Ja, ist einfach aus dem Vorspann raus gemacht. Ganz einfache Sache. Wie gesagt, Anleitung bei gronkh.de. Da gibt es direkt ein Tutorial dazu. Und da kann man, wie gesagt, auch viele Playlist-Logos sich dann schon runterladen oder einfach nutzen. Ja. Angefangen hat die Toolbox-Serie mit einem ganz wichtigen, ganz interessanten Thema, was immer wieder gefragt wird, sobald ich einmal eine Cartographer-Map in einem meiner Videos verwende. Kann man sich drauf verlassen, kommen sofort die Fragen, ey, wie hast du die Map da reingekriegt? Ganz einfach, in diesem Video habe ich es beschrieben und deswegen war das auch das erste Toolbox-Video überhaupt. Ja. Schauen wir mal hier durch die Kommentare. Ihr seht, das ist ein bisschen wenig. auch gut 734 Views inzwischen. Wunderbar, sollte sich also so langsam herumgesprochen haben, wie man sowas macht. Dann haben wir hier, Junkie fragt, wie groß ist die Map? 1000 MB oder was? Nein, also sie ist groß. Sie war auch damals groß, damals halt etwas über 30 MB. Das war ungefähr zur Mitbauaktion. Jawohl, zur Mitbauaktion Folge 50. Ja, Obi-Wan Kenobi hat dann auch nochmal geantwortet, falls ihn die genaue Größe interessiert, runterladen. Zusammen mit dem Bild sind es ungefähr 40 MB. Ja. Agrokind amüsiert sich hier, dass ich noch Vista habe. Ja, funktioniert. Ich weiß nicht, was du mit deiner Kiste machst. Berühmter Spruch damals vom Dicken von Birne, wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja. Lolli, mach bitte bei der Folge 75 noch einen Map-Download, bitte. Ja, habe ich erst bei Folge 150 gemacht. Never mind. Obi-Wan Kenobi, alter Bekannter aus Trackmania XR-Zeiten und schon früher noch bei den Anquicklern. Er freut sich hier schon auf die weiteren Toolbox-Videos. Und hier haben wir nochmal noch einen Kommentar, weil es erst später eingefallen ist. Wenn man mit Cartographer eine Map erstellt, findet sich halt auch eine TXT-Datei, in der halt präzise aufgelistet ist, welche Blöcke von welcher Art auf der gesamten Map zu finden sind. Nur so als Funfact nebenher, ist aber eine ganz interessante Sache. Ja, so bin ich da eben darauf gekommen, dass ich halt auf meiner Map um die 300 Spawner habe, von denen ich nur 3 oder 4 bisher entdeckt habe. So bin ich auch drauf gekommen, dass auf meiner Map an Minecart-Schienen so um die 4000 herumliegen. Ja. Also wie gesagt, dieses Video ganz wichtig für alle, die sich fragen, wie ich das mit diesen Karten mache. Ja. Dann nächstes Video, 200 Aufrufe. Man merkt, das Thema interessiert schon weniger, obwohl es mindestens genauso wichtig ist. Es geht nämlich um Seitenverhältnisse, genauer gesagt um die schwarzen Ränder, die man eben manchmal bei einigen Videos hat, wie sowas kommt, wie man sowas beseitigen kann, wie man damit umgehen kann, dass man eben diese schwarzen Ränder vermeidet. Das habe ich in diesem Video erklärt.
zumindest einiges dazu gesagt, mit ein paar Beispielen gemacht. No. Und ja, erster Edge, das war ich selber, der hier den Kommentar einfach mal so reingehauen hat. Und ja, Sony 840 war hier erst ein bisschen verpeilt, hat erst das erste Video verpasst. Die Toolbox-Videos kommen halt in loser Reihenfolge, so wie sich das halt ergibt. Ja, und hat das dann aber auch gesehen. Ja. Sonst hierzu weiterkomme, kein weiter keine Kommentare, obwohl das halt ein sehr wichtiges Thema ist. Ihr seht ja auch bei den Videoantworten zur Mitbauaktion. Das ist ja, läuft ja immer noch. Die Aktion bei den Videoantworten, mittlerweile sind es glaube ich um die 20, 19, 20. Da sieht man halt eben auch einige Videos mit schwarzen Rändern, was schade ist, weil es sich vermeiden lässt. Und hier habe ich beschrieben, wie. Jedenfalls ein paar wichtige Tipps dazu gegeben. Ja, also schwarze Ränder müssen nicht sein und vor allen Dingen müssen nicht unbedingt so groß sein, wie man sie bei vielen Videos sieht, dass man nämlich nur in der Mitte da so einen kleinen bunten Fleck hat, wo was hin und her flimmert und rundherum schwarz. Das muss alles nicht sein. Hier steht, warum und wieso. Ja, und wie man das vermeiden kann. Ja, drittes Toolbox-Video. Kampf der Dunkelheit. Da ging es darum, dass ich meine Videos, die Minecraft-Videos, zumindest die Szenen, die im Dunkeln spielen, halt in der Nacht oder in Höhlen, dass ich die eben aufhelle. Einfach mit der Videobearbeitung. Was glaube ich sonst kaum ein Let's Player oder Minecraft-Videomacher macht. Ist einfach ein bisschen Aufwand, aber es bringt richtig was. Ja, 158 Aufrufe, das Thema scheint also auch kaum jemand so richtig zur Kenntnis genannt zu haben. Ja. Ihr seht hier keine Kommentare. Obi-Wan Kenobi natürlich wieder dabei. Klassiker Gamma-Korrektur, Nachtsichtbrille. Man kann es eben auch über die Gamma-Korrektur am Monitor machen. Dass halt dunkle Szenen aufgehellt werden. Das hat man halt früher häufig benutzt bei älteren Spielen, ne? Um dann im Dunkeln ein bisschen besser zu sehen. Aber, naja, Entschuldigung. Ja, auch ein wichtiges Thema. Übernehmt es einfach, wenn es euch gefällt und verweist ruhig auf mich, dass er euch das bei mir abgeguckt hat. Aber ich mache es einfach, habe es mir inzwischen angewöhnt und ja, bringt halt einfach was. Für die Videos, dass halt im Dunkeln da wirklich was zu erkennen ist. Na, wenn man das Video bei YouTube hochlädt, das wird nämlich immer ein bisschen dunkler, als man es selber beim Spielen auf dem Monitor hat. Und auch wenn man das Video sich selber anguckt, bevor man es hochgeladen hat, ist das auch immer noch ein bisschen heller, als es nachher bei YouTube aussieht. Die vierte Folge der Toolbox-Videos. Wie entsteht eine Folge Let's Showplay Minecraft? Ja, da habe ich einfach mal beschrieben, nochmal meinen Arbeitsablauf. Was so nach dem Aufzeichnen mit Fraps passiert. Ja. 385 Aufrufe, also ist doch auf etwas mehr Interesse gestoßen. Wahrscheinlich nur wegen des Wortes Minecraft im Titel, da mache ich mir mal keine Illusion. Aber einige Kommentare sind dazu. Legendary Bimbo Affe, ist mal richtig interessant zu erfahren, wie viel Arbeit du dann doch hast. Ja. No. Das kriegt man ja als Zuschauer nicht immer so mit. Und es ist halt doch eine Menge Arbeit, die dahinter steckt. Gesetzidee in Amerika, das war diese komische Geschichte mit der einen Gesetzesvorlage, dass man also letztendlich keine Spielinhalte mehr veröffentlichen darf. Schaut einfach mal in die Lizenzbedingungen eurer Software, eurer Spiele. Da steht schon alles drin. Ja, im Grunde genommen ist es nämlich in Deutschland auch jetzt schon verboten, durch die Lizenzbedingungen Spielinhalte weiter zu verbreiten. Und genau das macht man ja eigentlich bei einem Let's Play. Ja. Also von daher, was da in Amerika abgeht, kann uns hier ja erstmal egal sein. Ob die das da erlauben oder nicht, ist für uns egal. Es steht in jeder deutschen Software drin, bei jedem Spiel, dass man die Spielinhalte nicht weiterverbreiten darf. Punkt. Damit ist eigentlich ein Let's Play, verstößt ein Let's Play schon gegen diese Bedingungen. Von daher
Ja, alle Aufregung darum, um die, was war es, Bill 989 oder sowas, ist vergeblich. Ja, weil, wie gesagt, es ist in Deutschland eigentlich schon sowieso verboten durch die Lizenzvorschriften bei der Software. No? Ja, Veninol wundert sich auch, dass ich hier noch richtig kräftig Arbeit habe, nachdem ich das Video dann einfach aufgezeichnet habe, aber ja, freut sich halt, dass er dann die Folgen sehen kann. IKT, spannend, wie du das machst, ja. Wie kann man ein paar Sachen abgucken? Ja, gerne. Gerade deswegen mache ich die Sachen, ja. Gut, Spinnenhöhle, Großstadt, Kleinstadt groß geschrieben, rutscht auch mir immer wieder mal durch. So ein paar Rechtschreibfehler. Ja. Lebt damit, wenn man dann darauf hinweist. Okay. Das Blöde ist nur, wenn euch nur der Rechtschreibfehler aufgefallen ist. Denn die meisten Kommentare sehen danach aus. Da steht dann nur was von dem Rechtschreibfehler. Von dem Rest des Videos steht da nichts. Und dafür könnte ich euch dann schon wieder ohrfeigen. Ja, beziehungsweise ich denke dann einfach, Momentchen mal. Dem ist nur der Rechtschreibfehler aufgefallen. Das war das Einzige, was ihn dazu veranlasst hat. Also jetzt nicht in diesem Fall hier AKT, sondern er hat ja noch einiges anderes dazu geschrieben. Aber gibt halt mehr als genug Kommentare, wo halt nur auf einen Rechtschreibfehler oder sonst irgendwas hingewiesen wird. Und dann denke ich mir als Videomacher natürlich auch, ja, klasse. No? Ganze Video, aber das Einzige, was den dann zu einem Kommentar veranlasst, ist ein Rechtschreibfehler. Da könnte man auf die Idee kommen, boshafterweise, und das bin ich ja mal ab und zu, boshafterweise könnte man auf die Idee kommen, ein Video zu machen, wo nur solche Rechtschreibfehler und was weiß ich nicht alles, an was die Leute sich sonst so eben immer aufhängen, drin ist, einfach damit man viele Kommentare kriegt auf das Video. No? Jeder fragt sich, wie man viele Kommentare kriegt zu einem Video. Zack, sowas ist der Weg. No? Aber natürlich der falsche, das ist ja nicht Sinn der Sache. Also von daher, einfach entspannt mit umgehen. Ob ich nur Fehler mache oder ob jemand hier einfach nur einen Rechtschreibfehler korrigiert oder anmerkt. No? Ja, wie gesagt, dass ihr euch Sachen abguckt, ist ja der Sinn der Sache dieser Toolbox-Videos. No? Deswegen mache ich die. Und ja, so ein Rechtschreibfehler, wenn er in der Beschreibung ist in YouTube oder sowas, dann lässt er sich ja noch beheben. Aber wenn er zum Beispiel eben in dem Titel drin ist, vor dem Rendern des Videos, dann muss ich das Video nochmal rendern und hochladen. Ja, und das wollt ihr alle nicht. Ja, die Arbeit, die ich mir dann mache, weil dann ist das Video einfach mal 2 Tage später oben und das Original wird gelöscht. Sind auch eure Kommentare dazu weg? Alles für die Katz. Na, das wollen wir alle nicht. Ja, Steam habe ich nicht. Werde ich mir wahrscheinlich auch nicht zulegen. Gründe. Ja, TF4 TV bedankt sich hier, dass ich mal halt über die Entstehung einer Folge ein Video gemacht habe. So konnte er es einfach mal mit seinem Arbeitsablauf vergleichen. Und die beiden Schriftarten. Ach, Momentchen mal. Ja, das eine ist eine relativ normale Schrift, die ich also für den Text verwende, aber der Minecraft oder Let's Showplay Minecraft, das ist irgendwie, das ist glaube ich, U-Rock Marvelous. Einfach mal, ja, es gibt ja diverse Seiten, wo man Schriftarten runterladen kann, googeln. Und dann U-Rock Marvelous oder sich da einfach mal umgucken. Da gibt es wirklich schöne Sachen und mit Schriftarten kann man halt auch viel, viel machen. Keyboard Heroes haben sich hier gemeldet. Hey Dutch, muss sagen, ist gut geworden. Das Video hat mir echt geholfen. Wunderbar, dafür habe ich es gemacht, dass es euch weiterhilft. Und ja. Ja, Rendereinstellungen und so weiter muss man sich einfach mal ein bisschen einfummeln, bis man eine. Ein Satz hat Einstellungen, mit denen man das Ergebnis dann hat, das man haben will. Ja. Und was haben wir hier noch? Die für Minecraft. Denke gerade, sowas fehlt mir auf dem Tutorial-Kanal. Hab leider nur Handy-Internet zurzeit. Ja, Down for Life. Kannst das Ding gerne auf deinem Tutorial-Kanal mit draufpacken. Überhaupt keine Affäre. Siehst du, müsste ich dich direkt mal einfach anschreiben. No.
Dann Tanja Lassi aus vom Singles Forum. Jawohl. Macht auch Videos, allerdings nicht bei YouTube. Und ja, ne, dazu lernen kann man schließlich immer, ganz klar. Let's Rock Minecraft, yo, klassischer Versprecher. Mir ist jetzt aufgefallen. Ach so, hier, ja, ich habe mich wohl irgendwo mal richtig versprochen. Das nicht Let's Roleplay Minecraft, sondern Let's Rock Minecraft wohl gesagt. Und da sind die Jungs halt auf die Idee gekommen. Renderst du etwa unsere Videos? 18:35? Naja. 18:35, hier könnt ihr euch die Stelle ja mal angucken, wenn ihr euch das Video anseht. Ja, klassischer Versprecher. War halt in Gedanken gerade auf deren Kanal, weil die da wohl ein besonders gutes Video gerade hochgeladen haben. Eines von den vielen besonders guten Videos natürlich bei Let's Rock Minecraft. So, Folge 5. Hintergründiges über meinen Kanalhintergrund. Ja, ich wurde ja immer wieder nach meinem Kanalhintergrund gefragt, was es damit auf sich hat. Und der ist ja ein bisschen anders als bei allen anderen Let's Playern. Bei mir ist es ja so eine Collage einfach aus verschiedenen Sachen, die aber eben alle Bezug zu mir haben und zu meiner, ja, Gamer-Kreativ-Karriere. Und ja, da habe ich mich einfach mal dazu entschlossen, hier meinen Kanalhintergrund ausführlich zu beschreiben, vorzustellen, was da alles dahinter hängt, was jedes einzelne Bild, jedes einzelne Element bedeutet, wo da der Zusammenhang ist. Ja, Listira hat das also auch ganz richtig dann anerkannt. Donnerwetter, da hast du aber schon einiges hinter dir. Richtig. Bin ja nicht erst seit gestern dabei, sondern schon seit vorgestern. Na. Und Keyboard Heroes, genau, die hatten auf ihrem Kanal, das sieht man leider auch relativ häufig, auf einem Kanal die Kombination von Grün und Rot. Also rote Schrift auf grünem Grund oder umgekehrt grüne Schrift auf rotem Tod. Auf rotem Grund. Gibt es eine ganz einfache Eselsbrücke, grün und rot, Augentod. Ja, sowas geht gar nicht. Grün auf rot, rot auf grün. Das kann man sich vielleicht als ganz junger Mensch 5 Sekunden lang angucken. Aber viele von euch gehen ja noch in die Schule und machen auch vielleicht so diese Reihenuntersuchungen mit. Da gibt es halt auch bei fast jedem Sehtest. Muss man so auf so einer Tafel gucken, da ist so ein Gemauschel drauf aus roten und grünen ja, Flecken. Und die roten Flecken stellen halt eine Zahl dar. Und die anderen Flecken sind halt alle grün. Es gibt nämlich etwas, das nennt sich Rot-Grün-Blindheit. Kommt häufiger bei Männern vor, ist genetisch bedingt und hat halt zur Folge, die entsprechenden Leute können nicht zwischen Rot und Grün unterscheiden. Für die sehen beide Farben relativ gleich aus. Wenn man denen also eine rote 4 auf grünem Grund zeigt, dann sehen die die 4 nicht. Und das führt dazu, dass man eben die Seite da nicht lesen kann. Und das ist ja nun nicht das, was ihr wollt. Ne? Ihr wollt ja alle, dass man eure Informationen da liest. Deswegen einfach im Hinterkopf behalten beim Channel Design, auch sonst bei Grafik, pipapo, grün und rot, Augentod. Ja? Das kann man nicht lesen. Ja. Abgesehen davon sieht es gräulich aus, grauenvoll. Na? Ich mache es halt bei mir mit Blau. Das passt. Na? Ja, na? Rot und Grün. Wie gesagt, das ja. Na? Ja, falls ihr euch, wie gesagt, wundert über meinen Kanalhintergrund oder der euch einfach interessiert, woher das alles kommt, hier in diesem Video Toolbox 05, da erkläre ich den ausführlichst. Und dann kommen wir zum vorerst letzten Video in der Toolbox, dem sechsten Video, wie man, da habe ich einfach mal beschrieben, wie man ein Video zur Mitbauaktion machen kann, auch wenn man selber keinen, nicht mit Fraps aufzeichnet, zum Beispiel, also selber keine Videos aufzeichnet und auch keine Videosoftware hat, wie zum Beispiel hier Vegas, sondern wie man halt mit einfachen Mitteln, nämlich einfach mit Screenshots, die man aus Minecraft macht und dem Windows Movie Maker, ja, wie man da ein einfaches Video machen kann, um eben zur Mitbauaktion seine Welt vorzustellen, beziehungsweise das, was man in meiner Welt gebaut hat bei der Mitbauaktion. Darum ging es ja schließlich. Und ich wollte einfach, dass möglichst viele Leute da eben eine Videoantwort machen, in der sie zeigen, was sie in meiner Welt gebaut haben.
Und ja, kam auch, ja, wie gesagt, ganz gut an. 19 Videoantworten sind da zusammengekommen. Gut, teilweise natürlich mehrfach hier von Let's Rock Minecraft. Zum Beispiel gibt es mehrere, auch von NXFan120, mehrere Videoantworten. Alles okay, wunderbar. Da sind richtig tolle Sachen dabei. Da also auch nochmal dickes Daumen hoch für euch, die da mitgemacht haben. Und ja, viele haben das auch tatsächlich ebenso gemacht. Eine Diashow. Na, Minecraft Mod Tutorial schreibt hier gutes Tutorial. Hab zwar nicht alles genau geschaut, also er hat nicht richtig hingeguckt, hab ein bisschen geskippt, also vorgespult, aber das, was er gesehen hat, hat ihm gut gefallen. Ja. Ja, für welche, die das noch nicht wissen, sprich noch nie gemacht haben, genau für die ist das sicherlich eine große Hilfe. Ja, genau für die Leute habe ich das gemacht. Na, wer bisher überhaupt noch nichts hier mal bei YouTube ein Video hochgeladen hat oder ein Video gemacht hat, na, genau für die Leute habe ich das gemacht. Dass man also einfach mit ganz einfachen Mitteln hier doch ein schönes Video machen kann und eben sein Bauwerk hier zur Mitbauaktion vorstellen kann. Da wollte ich eigentlich einfach möglichst viele Leute erreichen, möglichst vielen das ermöglichen und halt auch möglichst viel sehen, was die alle mit meiner Welt da machen. No? Interessiert mich ja auch. No? Ja, Hans Zimmer wird hier angesprochen, da von dem ist der Soundtrack bzw. der. Das Stück heißt Tribute to Hans Zimmer. Komponist von Filmmusik und laut TVFDW auch heute noch aktiv. Wenn ich mich recht erinnere, hat der die Musik gemacht für High Noon. 12 Uhr mittags. Ein Western mit Gary Grant. Bekannter Western, ganz bekannte Musik, das Thema aus High Noon. Do not forsake me, oh my darling. Das war so in den 50ern, da war Film noch schwarz. Der Film ist auch noch in Schwarz-Weiß. Also, wenn er damals ein junger Komponist war, so 2025, das ist jetzt 60 Jahre her, dann ist der gute Mann jetzt 85. Der ist das umso beeindruckender, dass er noch aktiv ist. Vinilo schreibt hier, gut erklärt, aber wie immer hast du einen komplett anderen Movie Maker als ich. Ja, es gibt zwei Windows Movie Maker. Einmal den, der bei XP oder Vista oder Windows 7 eben dabei ist. Das ist der normale Windows Movie Maker. Und dann gibt es den Windows Live Movie Maker, den man dann herunterladen kann. Und ich habe es hier eben, wie gesagt, mit dem normalen Movie Maker gemacht, der im Lieferumfang der Windows-Betriebssysteme dabei ist. Also gerade XP und Vista. No. Der Windows Live Movie Maker ist eher so für Dia-Shows. Dabei, mit dem komme ich ehrlich gesagt auch nicht so zurecht. Das ist so die Bedienoptik, oder die Usability, wie sie mit dem Office-Paket auch seit Version 2010 oder sowas haben, womit ich ehrlich gesagt überhaupt nicht klarkomme. Ja. Master Black Classic gefällt da einfach besonders das Intro. Müsste ich mir jetzt selber mal gucken, was ich da gemacht habe. No. Ja, also soweit da auch 250 Views. Wunderbar. Können allerdings durchaus noch mehr sein. Ja, das war also soweit die Toolbox-Serie bis jetzt. Damit einfach auch nochmal Leute, die bisher noch gar nicht darauf aufmerksam geworden sind, wissen, was da los ist, was es da alles Interessantes und Wichtiges gibt. Und ja, wenn ich wieder einen Punkt habe, wo ich euch was zeigen möchte oder sowas, dann wird es natürlich wieder ein Toolbox-Video geben. Können die verschiedensten Themen sein. Ihr habt ja gesehen, es ist hier schon ein recht großes Spektrum dabei. No? Das ja, wäre es dann soweit von mir. Wie gesagt, schaut euch die Videos an, pickt euch raus, was da euch interessiert und übernehmt das ruhig. Schaut euch da was ab. Dafür habe ich die Videos gemacht. No? Wir wollen ja alle bessere Videos. Bis dahin, adieu mit Ö.